Servus mit der Nont. Guten Abend. Weitere Folge von Beyond the Wheel. Heute wieder Battle Review. Ganz, ganz spezielles dieses Mal. Thor Anaquia versus myself in Mondello Island. War ein verrücktes Event. Wir hatten Wetterkapriolen vom Feinsten. Also eigentlich ganz normales irisches Wetter. Ging so weit, dass sogar die Streckenführung verändert werden musste, weil der beste Fahrer weltweit, James Dean, sein ganz neues Auto dort dermaßen in die Wand gesetzt hatte, weil da so ein See auf der Strecke war von Aquaplaning, dass es einfach zu gefährlich war und man dann tatsächlich die Streckenführung geändert hat. Super, super viel passiert um das ganze Event rum. Wahrscheinlich sollten wir, abgesehen von Battle Reviews, vielleicht irgendwann mal anfangen mit ganzen Event Reviews und alles außerhalb von den Battles erzählen. Aber heute Battle. Thor, brutal cooler Dude, mag ich super, super gern. Abgesehen davon ein brutaler Sim-Drifter und wahnsinnig hinterm echten Lenkrad. Typ ist eine Waffe. Und das gilt auch für sein Auto. Relativ ähnliches Chassis wie bei mir. Leistungsmäßig, glaube ich, hat er noch mal ein, zwei Steps über mir gehabt. What a battle. Wenn ich nur dran denke, ich habe es jetzt echt noch nicht angeguckt. Ich habe es jetzt seit, ich weiß es gar nicht, 2 Jahren nicht mehr gesehen. Ich bin gerade Vitali und ich haben gerade diskutiert, ob ich es erstmal kurz anschaue. Er hat gesagt, nee. Ich lasse es jetzt laufen und ich erzähle euch einfach, während ich es anschaue. Reifen-Warm-up. Habt ihr gesehen, Strecke ist immer noch nass. Da kommt dieses Jahr zu diesem Fahrer-Rating. Da kommen einige spannende Sachen. Also dieses Jahr Red Bull TV, Drift Masters European Championship, Streams, Livestreams, nicht verpassen. Precision hat Thor 94%, ich 89%. Wie liest man dann die Smoke-Wertung? Ah, das sind nur die Füllstände von den Balken. Also Thor ist der Favorite. Ich versuche mich so ein bisschen dran zu erinnern, was die ganzen technischen Troubles waren, die wir an dem Wochenende wieder hatten mit den Autos. Es waren einige. Ich krieg's nicht mehr zusammen, wo wir jetzt gerade sind im Battle Tree. Aber es war zumindest, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr Top 32. Nicht überraschend, Thor hat den ersten Lead-Run. Sich besser qualifiziert. Und da bin ich richtig aggressiv gleich dran gewesen, toll. Ja, Mann. Das war ein geiles Battle und das war so fucking rutschig. So rutschig. Oh. Ja. Ich weiß, warum ich das Battle so mag. Ich hoffe, man sieht irgendwann mal Onwards, weil da war ich schon einigermaßen happy mit dem Battle. Es war schon mega. Das gesehen gleich vom Entry an der Türe gewesen. Ah, gutes Battle. Bin ich einigermaßen happy mit meinem Chase Run. Klar geht immer mehr, waren einige Stellen, wo ich zu spät umgesetzt habe und dann sind wir wieder ein bisschen abgehauen, aber overall kein schlechter Chase. Das ist mein Lead Run. Second, third, vierter Gang. Ich glaube, ich bin ein bisschen fünften hoch kurz. Entry war nice, gute Linie. Tor auch ordentlich dran. Nicht ganz so crazy risky wie ich am Entry, was da echt sketchy war mit der Wall direkt. Sagen, echt saubere Leadlinie. Damit ein bisschen. Nee. Guter Leadrun. Guter Chase Run auch von Thor. Aber. Ja, das war schon fett. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr dazu erzählen, ich bin gerade total. Ich feiere das gerade auch selber noch ein bisschen. Es einfach so Spaß gemacht hat mit Thor. Wenn du jemanden wie Thor hast, wo du weißt, der Typ wird keinen Fehler machen, der Typ wird keine Games, also kein Break-Checking oder er wird einfach nicht strategisch fahren, sondern er wird einfach all out. Pedal to the metal, gib alles. Ah, ich hab einen kleinen Tap, genau, habe ich da auch deutlich gespürt gehabt. Da kannst du einfach drauf Vollgas alles geben und einfach nur Spaß haben. Und das hat man, obwohl wir gegeneinander fighten, wir haben es voll gefeiert, gegeneinander zu fahren. Ich glaube, das war unser erstes Battle, das wir gegeneinander hatten. Und wir hatten ein One More Time. Yes. Und ich glaube, das haben wir auch beide sehr gefeiert. Ah, laut dem Thema, guck, Thor, 90 Punkte in Quali, ich nur 81, beide 700 Horsepower. Laut Datenblatt.
eine Sache, die brutal genervt hat an dem Wochenende, war die Funklösung, die ganz wilde Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel ca. 793 Dezibel laut in meine Ohren zu piepsen, anstelle mir das, was mir die Spotter eigentlich sagen wollten, zu übermitteln. War sehr nervig, habe ich da gerade ausgesteckt. Was im Wettkampf Nachteil sein sollte, wie man dann im nächsten Battle pro ist. Ja, kein Spoiler. Ich glaube, das war einer meiner aggressivsten Chase-Entries ever. Ever. Moment, machen wir ganz kurz zurück. Weil, Gänsehaut. Weil ich gerade wieder so mich erinnere, wie das Gefühl war. Und ihr könnt es da sehen, ich schaue da wirklich ganz, ganz genau auf sein hinteres linkes Rad, weil ich nicht weit entfernt war. Ich habe mal den Entry. Bam! Das ist halt so, für mich ist das eine der coolsten Momente. Wenn du schaffst im Entry, und zwar sobald er quer ist, an seiner Tür zu sein, sofort. Nicht, er ist quer und du bist auch quer und dann fährst du langsam ran, sondern gleich bam! Das ist sau schwer und das war super rutschig. Aber nicht gleichmäßig rutschig. Wir hatten da ganz, ich glaube, auf dem Stück bis hier hatten wir, glaube ich, 2-3 unterschiedlich und nicht nur so ein bisschen 10% unterschiedlich Grip, sondern Größenordnung 30% unterschiedlich Grip. Deswegen sieht man es auch, die Autos sind echt, haben echt zu arbeiten, dass wir die Autos steady halten. Oh, oh boy. Also, das hat man gerade. Finde ich sehr, sehr geil. Und dann ist das Nächste, was du als Drifter geil findest, wenn du so eine Transition hinbekommst. Und zwar gerade so genügend Platz für sein Heck lässt. Gerade so vorbeischwenken. Und dann nach der Transition eben auch wieder zügig und nah an der Tür bist. Hier so ein kleines bisschen weg, aber nur ein kleines bisschen mehr da. Das sieht hier, das kommt auf dem Stream gar nicht so rüber. Aber du kommst da dann, ich glaube, da sind wir dann auch wieder, vierter Gang hoch. Und dann musst du in diesen Kreisverkehr, musst du richtig reinbremsen. Aber du darfst auch nicht zu früh anfangen mit reinbremsen. Aber wenn du zu spät reinbremst, und du hast da vielleicht, ich sag mal, 1,5 Meter Spielraum. Entweder kommst du zu kurz oder du bist deutlich zu weit. Das zu treffen, dann runterzuschalten, zu kuppeln, links bremsen, das ist ganz schön anspruchsvoll. Da sind wir wieder ein bisschen weggefahren, aber nicht weit. Da war wieder eine mit den Transitions. Scheiße. Bam! Und das Ding ist, du musst im Chase, musst du antizipieren, eigentlich vorausahnen, wann er seine Transition macht. Du musst eigentlich deine Transition schon ganz kurz vor deinem Leadfahrer anfangen. Dass du nämlich mit deiner Transition dann schon fertig bist, wenn er dir wieder Platz lässt, dass du direkt wieder an die Türe kannst. Was hier einigermaßen okay funktioniert hat. Wir schauen es uns nochmal an. Oder ich schaue es mir nochmal an. Ihr könnt ja weggucken. Oder nicht. Wham. Das. Thanks, Vitaly, for choosing this one. I like this. Thanks, Cosmo. Da war ich so gehypt. Da war ich so gehypt. Reifen nochmal kurz aufgewärmt. Matschin, bester Mann einfach. Hilft uns immer an der Startlinie. Beide nichts gesehen. Hat beim Tor nochmal das Visier gewischt und die Scheiben von innen nochmal, weil es beschlägt alles. Mein Leadrun, jetzt zählt's. Kavir auch nice dran, aber nicht so nah wie ich am Entry. Macht wieder hier. Ja, kann halt meiner tatsächlich relativ guten Linie nicht ganz folgen. Und auch dem Speed nicht ganz. Das heißt, hier sieht es ganz gut aus. Da hätte ich fast einen Fehler gemacht beim Anbremsen. Fast. Gerade so nicht. Hier bin ich echt weit. Und Tor ist wieder da. Tor ist an der Türe. Tor ist in der Türe. Einmal, zweimal, dreimal berührt. Brutale Transition. Okay. Hold up. So. So. 1, 2, 3 Mal. Die krankste Transition ever. Und wieder an der Türe. Und nochmal getappt. Zweimal, glaube ich. Okay, das war. Oh boy. Oh, Gänsehaut.
Genau das. Das, was hier so dampft, ist tatsächlich nur Dampf. Sehr, sehr cooles Battle. Wir haben es hart, hart gefeiert für beide. Und ich hab's gewonnen. Und wir machen, denke ich, irgendwann mal noch weitere Battle Reviews aus dem Event, weil da gab es nochmal ein paar ganz heftige. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit Ellie und Jack schon hatten. Ihr wisst sicher, schreibt mal in die Kommentare, ob wir das mit Ellie und Jack schon hatten. Da war ich ziemlich erleichtert, weil es war wirklich wieder eine Saison und ein Wochenende mit ganz, ganz vielen Troublen. Da gibt es eine ganz krasse Story für diese ganze Saison für uns, die sich an dem Wochenende aufgelöst hat, das erste Mal. Und die hat uns an wirklich den Rand der Verzweiflung gedrängt. An uns, an unseren Fähigkeiten als Fahrer, an unseren Fähigkeiten als Ingenieure, an unseren Fähigkeiten als Team gezweifelt über anderthalb Jahre. Und da in dem Event konnte man das auflösen, woran es eigentlich gehakt hat. Deswegen, das war ja ein fantastischer Teaser, überlege ich mir gerade so. Habe ich voll aufgehypt, wenn wir das Video dann dazu machen. Aber ich habe es hart gefeiert, sagt mal, ob ihr auch. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei Asagandat.